Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Und den wollen wir gleich mal beginnen mit den besten Grüßen und den Glückwünschen zum Geburtstag an meinen lieben Freund und Kollegen Olli Roth. Olli, alles, alles Gute und auf ein wunderbares 2012. Lass dich heute schön feiern, hast du verdient. Beste Grüße auch an dieser Stelle, auch wo wir gerade dabei sind, an den FC Hellerstoisdorf, mit denen ich am Wochenende die 40-Jahr-Feier des Vereins feiern durfte. Und man konnte wirklich sehen, dass Deutsche und Griechen wunderbar zusammen feiern können und dass man in den Sachthemen auch gar nicht so weit auseinander liegt. Also herzlichen Dank für die Veranstaltung am Samstag. Aber jetzt zu den Märkten. 6.450 in etwa heute Morgen der Start. Und die 6.600, die können wir per Ende letzter Woche faktisch als erreicht voraussetzen, als erreicht ansetzen. Wurde nicht ganz getroffen, aber Sie wissen, es geht immer um den Bereich, es geht nicht um die exakte, punktgenaue Trefferquote, diesen Punkt zu erreichen. Aber wir waren knapp bei 6.600 und damit sollte das abgefrühstückt sein. Jetzt besteht die große Gefahr, mehr ist es momentan nicht, dass ein Angriff nach unten läuft. Sehr viele haben erwartet, dass bei 6.600 der Höhepunkt ist, dass es von da aus nach unten geht. Also werden jetzt viele erstmal Geld vom Tisch nehmen, werden sagen, das riskiere ich nicht, dass es tatsächlich so kommt. Das werden viele auf Short setzen und versuchen, diesen erwarteten, kräftigen Drawdown-Rücksetzer, wie auch immer sie es nennen wollen, zu spielen. Also jetzt sind viele Interessen da, die jetzt auf einen fallenden Markt setzen werden in diesen Stunden und dem sollte man sich auch nicht verschließen. Man sollte nicht all in alles auf Short setzen, aber Absicherungen kann man jetzt durchaus hochfahren. Auch wir werden das im Laufe des Tages tun. Die Absicherungen nicht bis an die Decke ziehen, aber zumindest schon mal wieder was draufpacken. Wir haben ja eine erste kleine Absicherung schon gemacht. Jetzt werden wir da nochmal was beipacken, aber immer noch nicht auf den finalen Drawdown setzen. Dazu brauchen wir noch die Bestätigung nach unten. Denn was kann kommen? Also die Hauptstoßrichtung ist, dass jetzt erstmal ein Angriff nach unten erfolgt. Aber 6.200 ist schon eine wichtige Unterstützung. 6.000 erst recht. Hier in diesen Bereichen zwischen 6 und 6,2, da entscheidet sich dann, ob das wieder abgewehrt wird, dieser Angriff nach unten, der Markt dreht. Und wenn er dann nach oben fliegt, und zwar über die 6,6 raus, dann müssen alle die, die sich jetzt auf Short positioniert haben, umorientieren und sehr schnell drehen. Das heißt, dann gäbe es einen deutlichen Schub über die 6.600 hinaus. Das ist aus meiner Sicht momentan ein durchaus realistisches Szenario. Wir wissen es nicht, was kommt. Sie wissen, die Börse ist nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Im Moment höchste Wahrscheinlichkeit auf einen Angriff nach unten. Und der kann dann bei 662 enden und sich massiv nach oben ausdrehen, kann aber auch bei 662 durchbrechen. Und dann haben wir wirklich diese Abwärtsbewegung, auf die die vielen jetzt setzen werden. Also von daher machen wir das Spiel einfach mit. Erhöhen die Absicherung etwas, warten mal, was sich um 6.200 herum tut. Und sollte es über 6,6 deutlich rausgehen, dann hat sich diese Diskussion ohnehin erledigt. Also da gehen wir gar kein großes Risiko ein, aber lassen uns hier auch nicht überraschen. Deshalb die Absicherung jetzt etwas hochfahren, ist sicherlich nicht verkehrt. Herabstufung, 5 Länder von Fitch am Freitag noch. Wer immer da anruft, muss noch einen Moment warten. 5 Länder Herabstufung hat am Markt kaum eine Auswirkung gehabt. Man ist es mittlerweile gewohnt. Der Fiskalpakt, der geschlossen werden soll, um die Euro-Staaten einzufangen, der ist einfach nur lachhaft zu nennen. Also was man hier wieder auffährt, um die Euro-Staaten zur Haushaltsdisziplin zu bewegen, das verdient den Namen nicht wirklich. Es geht dann darum, dass wenn ein Staat wiederholt sich nicht an die Budgetvorgaben hält und die Verschuldung hochfährt, dann kann ein anderes Land, muss aber nicht, ein anderes Land aus dem Euroraum dieses Land verklagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Und dann darf das Gericht, wenn es dann irgendwann mal nach langen Verhandlungen zu einem Urteil kommt, dieses Land bestrafen, indem es ihm eine Strafe von 0,1% des BIPs aufdrückt. Also für Deutschland würden wir hier etwas sprechen von 2 Milliarden Euro roundabout, die man hier Deutschland als Strafe aufhängen kann. Bei Griechenland entsprechend sehr, sehr viel weniger. Also das sind dann Summen, wenn wirklich ein Land in der Not ist, die Schulden höher zu fahren, als es dürfte, dann macht es das wahrscheinlich nicht aus Lust und Laune, sondern weil es nicht anders kann. Und dann sagt es, dann kommt es auf diese 0,1% auch nicht mehr an, dann packen wir die halt oben drauf. Also das Ding ist wie bisher auch eigentlich das Papier nicht wert, auf dem es steht, ist ein Placebo. Europäische Bestimmungen über den griechischen Haushalt. Das soll auch kommen. Das heißt, man möchte bei Griechenland mitbestimmen, mitdiskutieren. Und das war nicht nur Thema beim FC Hellerstoisdorf, sondern das hört man momentan auch aus den Tiefen der griechischen
des griechischen Staatsbesitzes, die sind stinksauer über sowas. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, was passieren würde. Wir würden in Deutschland plötzlich einen Kommissar aus Frankreich oder aus England bekommen, der bei uns mitbestimmt und Veto einlegen darf über unsere Haushaltsführung. Das ist noch immer noch nationales Recht, das ist nationale Souveränität. Und solche Dinge müssen aus dem Land herauskommen. Die müssen aus der eigenen Bevölkerung herauskommen, aber die können nicht von außen aufoktroyiert werden. Das ist ja wie bei einer Besatzungsmacht. Ja, wir hatten einen Marshallplan in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Amerika hat uns aufgebaut und die haben uns bei uns mitgemischt. Aber wir haben auch einen Krieg verloren und wir hatten auch gar kein Problem damit. Was blieb uns ja auch anderes übrig, als dass hier plötzlich französische, britische und amerikanische Behörden hier das Ruder übernommen haben und das Staatsschicksal gelenkt haben. Aber das war nach einem verlorenen Krieg. Das ist in Griechenland eine andere Situation. Da können wir nicht einfach Beamte hinschicken und sagen, so, jetzt machen wir das mal, haltet euch raus, verschwindet von euren Schreibtischen, wir übernehmen hier. Das geht nicht. Da haben wir die Situation mit 1933. Die Griechen sind jetzt schon auf den Barrikaden. Die würden jetzt schon am liebsten die Waffen ziehen. Also nicht unbedingt gegen das Ausland, aber gegen ihre eigene Regierung. Und ich glaube, eine solche Verschärfung durch Eingriffe von außen in Griechenland, die kann es nicht geben. Aber die Konsequenz ist auch, dass Griechenland seine Probleme selbst lösen muss. Die ganze Umstrukturierung der Haushalte, Umstrukturierung des Steuersystems, davonjagen der alten Politikergarde, die in die eigenen Taschen wirtschaftet, das muss die Bevölkerung selbst machen. Auch das kann nicht von Brüssel kommen. Und entsprechend auch eine Neuinstallation eines Wirtschaftssystems, eines Wirtschaftsmodells kann nur aus dem Land herauskommen. Man sollte Griechenland diese Chance geben und diese Chance findet es im Euro nicht. Diese Chance wird es auch nicht finden, wenn man ihm jetzt neue Schulden aufoktroyiert, die alten streicht und dafür gleich wieder neue verordnet. Das kann nicht funktionieren. Der Vorsitzende der griechischen Privatisierungsbehörde, der hat ebenfalls am Wochenende kundgetan, dass man nicht mal die Hälfte dessen, was man an Privaterlösen reinholen wollte, wird erreichen können. Er sagte sogar, dass diese Zahl von 50 Milliarden, die bis 2015 genannt wurde, dass diese Zahl schlicht auf gut Glück festgelegt worden sei. Man hat einfach mal was hingeschrieben. Na wunderbar, auf dieser Basis kann man tolle Sanierungsgespräche führen. Der Euro-Austritt wird immer wahrscheinlicher, auch wenn man sich die Kommentare von Merkel und Co. anhört. Es gilt längst alles nicht mehr als den Weltuntergang. Sie erinnern sich, vor einigen Monaten war das noch der Untergang des Abendlandes, der Zusammenbruch der Welt, wenn Griechenland aus dem Euro austritt, vollkommen ausgeschlossen, alternativlos, dass Griechenland im Euro bleibt. Heute klingt das schon ganz anders. Naja, die deutsche Wirtschaft wäre darauf inzwischen schon vorbereitet. Es wäre nicht das Ende aller Tage, wenn Griechenland aus dem Euro austritt, aber man möchte es natürlich nicht. Bla bla bla. Vergessen Sie es. Ich gebe hohe Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland Ende des Jahres nicht mehr im Euro sein wird. Gold und Silber inzwischen auf dem Weg nach oben. Für Gold wäre es jetzt ganz wichtig, die 1750 US-Dollar-Marke nach oben zu knacken. Dann wären wir wieder in dem lang anhaltenden Aufwärtstrend drin, den wir da unlängst verlassen hatten. Also 1750 wäre für Gold eine wichtige Marke. Und Silber ohnehin jetzt gut dabei. 36 wäre das nächste Ziel. Jetzt erstmal durchatmen nach dem Sprung der letzten Tage. Es tut ganz gut für die Edelmetallpreise. Aber hier ist noch viel Luft nach oben. Glöckner erwartet inzwischen einen Einbruch der Stahlnachfrage 2012 und sieht die Lage für die Konjunktur bedrohlicher als 2008. Höre, höre. Und das, obwohl es auch viele momentan sagen, das wird alles wunderbar, alles in den Griff. Aber die Frage ist bei Glöckner momentan tatsächlich, ist es reale Einschätzung oder nur eine Argumentationshilfe für den Stellenabbau? Na, sei es drum. Sie wissen, wie ich und die anderen auf Cashkurs, zumindest die meisten, die sehen die Lage auch durchaus düster für die nächsten Monate. Kreditklemme wird befürchtet. Die Firmendarlehen sind bereits um 37 Milliarden eingebrochen. Die Banken in Europa geben den Firmen keine Kredite mehr. Sie fahren die Kredite an die Privathaushalte zurück. Warum? Klar, man braucht Eigenkapital. Man muss mehr Eigenkapital hinterlegen. Also reduziert man die Kredite, die man ausgelegt hat, weil für die muss man ja wieder Eigenkapital hinterlegen. Hat man also weniger Kredite ausgegeben an so riskante Leute wie Privathaushalte oder Firmen, dann muss man auch da weniger Eigenkapital vorhalten, kommt besser an seine Quote. Und Staatsanleihen müssen ja gar nicht hinterlegt werden. Also kaufe ich als Bank doch lieber Staatsanleihen, als dass ich einem Unternehmen Kredite gebe. Das ist die Konsequenz unserer Bilanzierungsrichtlinien, mit welcher Grundlage die immer noch gelten. Schlecker soll eventuell mit Staatsgeld gerettet werden. Hier soll es Bürgschaften geben. Freunde der Nacht, also hier kann man es nicht mehr nachvollziehen. Wenn sich hier ein Mann, eine Familie 3,6 Milliarden oder wie viel es am Ende sein mögen, in die eigenen Taschen wirtschaftet über die Jahre, indem es die eigenen Läden ausblutet, nicht weiterentwickelt, die eigenen Mitarbeiter
wirklich am untersten Limit hält, sich selbst die Taschen voll macht, das Ding fährt dann logischerweise irgendwann gegen die Wand. Und dann soll der Staat kommen, dann soll der Steuerzahler kommen und sagen so, wir machen jetzt mal unsere Taschen auf und helfen euch. Freunde, so bitte nicht. Ja? Wenn da irgendwo 3,6 Milliarden eben rausgeschafft worden sind, die kommen ja irgendwo her. Auf irgendwessen Kosten wurden die ja verdient, das ist ja kein normales Einkommen mehr. Dann muss man sagen, Gentlemen, hier zur Kasse, ansonsten war es das. So schlimm es für die Mitarbeiter ist, dann muss man für die Mitarbeiter am Ende Lösungen finden von Staats wegen, aber nicht ein Unternehmen mit Staatsgeldern retten, wenn auf der anderen Seite sich eine 3,6 Milliarden oder was auch immer auf die Seite gepackt hat. Also hier ist irgendwann mal gut. Frankreich will die Finanztransaktionssteuer einführen, zur Not auch ganz alleine, und zwar schon per Sommer. Ebenfalls will Sarkozy die Mehrwertsteuer anheben, ob das wiederum kurzfristig mag es einen Schub geben, weil vielleicht Einkäufe vorgezogen werden, aber danach wird es nicht unbedingt die Binnennachfrage der Franzosen stärken. Die Finanztransaktionssteuer, ich halte sie für sinnvoll, wenn sie dazu dient, etwas Tempo aus den Märkten zu nehmen. Dieses hohe Tempo, diese Nanogeschwindigkeitshandel mit riesigen Summen ist schädlich für die Wirtschaft, hat keinen volkswirtschaftlichen Nutzen, sondern mehr Schaden, würde hier den Rahmen sprengen. Und ich finde, jedes Land sollte die Regeln erlassen, die es für sinnvoll achtet, und nicht warten, bis alle Länder der Welt das eingeführt haben, so wie es manche fordern, sondern wenn es danach ginge, dann müssten wir auch Drogen freigeben, weil in Holland vielleicht Cannabis erlaubt ist, dann muss es auch im Rest von Deutschland und von Europa erlaubt sein. Singapur zahlen die Banken praktisch gar keine Steuern. Ja, dann müssen wir hier auch alle Steuern für die Banken abschaffen, weil sonst gehen die ja alle nach Singapur. Nein, jedes Land muss die Regeln erlassen, die es selbst für sinnvoll achtet, ganz egal, ob die anderen mitziehen oder nicht. Und wenn die Deutsche Bank deshalb dann ihr Geschäft mit Hochfrequenzhandel nach London verlagert, dann sage ich, gute Reise und kommt so schnell nicht wieder, diese Geschäfte brauchen wir hier nicht. Und so wie die Finanztransaktionssteuer bislang ausgelegt werden sollte, würde das nicht mal was bringen, sondern es würde dann trotzdem besteuert werden, weil es kommt darauf an, wo die Muttergesellschaft ihren Sitz hat. Und dass die Deutsche Bank nur wegen dem Hochgeschwindigkeitshandel ihren Firmensitz nach London verlegt, ich kann es abwarten. Die Spannungen zwischen USA und dem ägyptischen Militär, die nehmen deutlich zu. Und hier kommt es wirklich zu, ja, doch interessanten Auseinandersetzungen. Da werden amerikanische Mitarbeiter, amerikanische Politiker festgehalten in Ägypten und bekommen Ausreiseverbot. Und das, obwohl das ägyptische Militär schon seit vielen, vielen Jahren von den amerikanischen Zahlungen abhängig ist. Warum? Was ist da plötzlich los? Das ägyptische Militär erhebt laute Vorwürfe gegen die USA, dass die Demonstranten, dass diese Unruhen in Ägypten, dass die von den USA finanziert, organisiert worden wären. Und das ist ja mal nicht so ohne, dieser Vorwurf. Noch dazu, wenn man das gegen seinen eigenen Protégé erhebt. Also das ist ein Thema, was wir auch hier auf Cashkurs immer wieder hatten, wo auch Bill Engdahl einiges zu sagen hatte, wo die Otpor aus Jugoslawien eine Rolle mitspielte. Also da haben wir ja schon einiges drüber berichtet. Und das ägyptische Militär sieht das nicht anders. Wie gesagt, normal würde man sagen, nee, ja klar, kommt aus Ägypten. Aber die Tatsache, dass es vom ägyptischen Militär kommt, dass mit den USA in der Regel sonst sehr, sehr eng zusammenarbeitet, dass sie sich diesen Konflikt leisten, dann muss es denen schon sehr ernst mit dem Thema sein. Heute im Laufe des Tages noch einige Zahlen. Um 11 Uhr gibt es die italienischen Anleiheauktionen. Da werden bis zu 6 Milliarden in diversen Laufzeiten aufgelegt. Dann ebenfalls 11 Uhr Geschäftsklima für Europa für den Januar. Wirtschaftsstimmung ebenfalls nochmal um 14.30 Uhr. USA persönliche Einkommen und Ausgaben. Und ansonsten schauen wir mal, was der DAX heute macht und ob es da schon auf dem Weg nach unten was passiert. Wie gesagt, bisschen Absicherung tut im Moment nicht Not. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis morgen.